Ich lese Ihnen sehr gerne jetzt mein Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Geschrieben von Daniel Haney, Philipp Kofce im Orell Füßle Verlag. Volle Leere. Wir leben heute im Überfluss. Von den Jägern und Sammlern über die antiken Hochkulturen bis hin zum Mittelalter, der Renaissance, der Aufklärung, der industriellen Revolution, ja bis hinein in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, immer galt das Gebot des Mangels. Wenigen Mächtigen ging es gut, doch auch sie hatten noch kein fließend warmes Wasser, keinen Privatjet und kein Smartphone. Von Aristoteles Hauswirtschaftslehre bis hin zu den modernen Vordenkern, den Nationalökonomen wie Adam Smith, David Ricardo oder Leon Walras, stets ist der Mangel die Voraussetzung ihrer Theorien gewesen. Heute leiden immer noch viele Menschen darunter, nicht mit dem Lebensnotwendigen ausgestattet zu sein. Doch der Mangel hat längst seine Notwendigkeit eingebüßt. Er ist inzwischen wie der Überfluss unser Werk. Wenn wir Menschen ernähren könnten, wenn wir mehr Menschen ernähren könnten, als derzeit auf der Erde leben und dennoch unzählige Hunger leiden, dann liegt das daran, dass wir den Reichtum so behandeln, als wäre er mangelhaft, ein knappes Gut, eine begrenzte Ressource. Was uns fehlt, ist die Fähigkeit, mit dem real existierenden Überfluss angemessen umzugehen. Die Übung, die der Überfluss von uns fordert, das ist die Großzügigkeit. Wer sich darauf nicht versteht, wird gierig oder geizig. Zwei Verhaltensweisen angesichts des Mangels. Das Grundeinkommen nimmt den objektiv nicht mehr bestehenden Mangel ernst und ermöglicht, ihn subjektiv nicht mehr an der falschen Stelle spüren zu müssen. Wer sich permanent durch materiellen Mangel bedroht sieht, rennt wie ein Tier auf Nahrungssuche durch die Welt. Er jagt entweder seinen Artgenossen die Beute ab oder frisst seinem Herrchen willig aus der Hand. Das Grundeinkommen lässt die animalische Selbstversorgungsattitüde auffliegen. Nur der Mensch ist zur umfassenden Fremdversorgung fähig. Natürlich gibt es Arbeitsteilung auch im Tierreich. Doch einzig der Mensch ist in der Lage, die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse ausnahmslos in die Hände seiner Mitmenschen zu legen. Ein Umstand, der durch die Industrialisierung selbstverständlich werden konnte. Der Soziologe Georges Bataille war einer der ersten, die eine Theorie des Überflusses formulierten. Überfluss, so Bataille, äußere sich in zweifacher Form, entweder verschwenderisch, wie beispielsweise in der Kunst, oder zerstörerisch, wie bei einem Terroranschlag. Das Grundeinkommen ermöglicht, dass sich Überfluss nicht bloß verschwenderisch oder zerstörerisch, sondern auch fruchtbar äußern kann. Denn letztlich sind Mangel und Überfluss zwei Formen der Verlegenheit. Der Mangel weiß nicht, woher die Dinge nehmen, der Überfluss nicht, wohin mit ihnen. Der Philosoph Peter Sloterdijk schildert das bedingungslose Grundeinkommen als einen Ansatz, mit dessen Hilfe die moderne Gesellschaft des Ancien Regime, des Mangels und der künstlich erzeugten Knappheiten hinter sich lassen sollte. Wenn das gelingt, sind wir aus freien Stücken großzügig geworden. Üben wir das.